war einer, wenn nicht der größte Dirigent des 20. Jahrhunderts. Die Wiedergeburt des Renaissance-Menschen. Ein Machiavell mit der Seele eines Kindes. Ich habe die Macht und ich ziehe die Schrauben an. So much power. Wie ein Vogel, der fliegt und hat die Welt von einer anderen Perspektive gesehen. Karajan war ein verschlossener Charakter. Ob er das von Anfang an gewesen ist, ob der liebe Gott ihn so gemacht hat, das weiß ich nicht. Als ich ihn kennenlernte, jedenfalls war er ein kühler Mann. Also er konnte auch sehr lustig und sehr lausbubenhaft sein. Ein positiver, freundlicher Mensch, der sein Orchester geschätzt und geliebt hat. Und dann kam die Spätzeit, in dem er bitterer wurde. Ich weiß nicht, ob er sehr gebildet und intelligent war, aber er war clever und klug. Er war kein Intellektueller. Ein großer Meister der Psychologie. Da war jemand da, er hat das Haus gefüllt. War schon ein toller Mann. He was a man completely without bullshit. Ich glaube, dass er einer der einsamsten Menschen war, die ich gekannt habe. Ich habe mit 4,5 Jahren mein erstes öffentliches Konzert gespielt. Und das ging weiter in Salzburg bis zur Ausbildung, zur Reife. Und dann kam für mich der entscheidende Tag, wo ich merkte, dass die zwei Hände, die ich habe, nicht genug waren, um das ausdrücken zu können, was ich ausdrücken wollte. Und in dieser Bedrängnis hat mir mein langjähriger Freund und Mentor, Hofrat Baumgartner, gesagt, für dich gibt es überhaupt nur eines, du musst Dirigent werden. Und dann kam der Tag in Salzburg, wo ich zum ersten Mal vor einem Orchester stand, vor einem großen Sinfonieorchester und ein Konzert dirigieren durfte. Und da war es mir, wie wenn ich in eine lang ersehnte und lang erwartete Heimat plötzlich zurückkomme. Es war alles so natürlich, wie es sich abspielte. Und ich wusste, das ist das, was mein ganzes Leben von nun an ausmachen wird.